Elementare Resistenz, ich hasse es immer, wenn du das Spiel startest und es kommen direkt Tipps. Das interessiert mich jetzt nicht. Solche Tipps sollen im Spielverlauf kommen. Wenn überhaupt. Aber warum starte ich das Spiel und ich sehe als erstes, dass die Elementarresistenz den Schaden verringert, den Gegner mit dem jeweiligen bei dir verursachten? Toll! Spoilert mir, dass es Elementarresistenz gibt. Lass den Mist. Ich will das später lesen. Mann! Ah ja. Da nochmal. Nutze im Sprint den leichten Angriff. Soll das? It was all a lie. Macross sold us a vision he never believed in. Was spielst du leise? We just didn't know it yet. Bravo! We were warriors, but he turned us against each other. Brother against brother. Ohne Office. And despite all the what a good joke. And all the strategy, in the end, it was going to be either me or him. Macross was the better warrior that day. He left me for dead, but I survived. Macross thinks the war is over, but our fight has just begun. Okay, ich konnte dem Intro jetzt nicht wirklich folgen. Aber okay. Glück! This won't be easy. They've got 1,000 men in there defending her. If anyone can get in there, Auron can. You understand how important this mission is. The weapon we need is inside this temple. Sir! You can count on us. You two cover the back. Tearing. I'll take the front. Oh, man, eh. Bildschirmauflösung? Achso, Vollbildfenster. Okay, finde den Eingang der Sonnenschmiedetempel. Warum? Es wird bestimmt einen Grund dafür geben. Kann ich springen? Ist das kein Plattformer? Nein, ne? Okay, gucken wir uns mal ein bisschen um. Ja, die Bäume hier, das sieht doch ganz nett aus, oder?
Also, ich weiß nicht, wir lassen uns mal überraschen. Wir lassen uns mal überraschen, was das Spiel zu bieten hat. Hallo, Eri Blacky! 27p? Nee, das ist, im Vollbildmodus scheint da einfach nur diese Gammelauflösung zu stehen. Saturn Black Friday. So, wollen wir mal gucken, was man hier so machen kann. Okay, also. Kann man die Dinger hier kaputt machen? Ist da was drin? Ach, scheint nichts drin zu sein. Doch, hier ist was drin. Ich habe was Grünes gefunden. Okay. Ist das Gold? Wow. Whatever, ey. Gunni, danke fürs Resub. By the gates. Ich mache hier erstmal alles kaputt. Das Spiel stockt ein bisschen. Gibt es keinen einfachen Angriff? Jedes Mal, wenn ich diese gigantische Grafik in neuen Games sehe, dann bin ich einfach nur begeistert. Wie sich das in 20 Jahren entwickelt. Absolut. Okay, whatever. Wir gehen mal weiter. Is your armor holding up? It's sluggish. Phasenknoten. Ziele auf den aktiven blauen Phasenknoten. Halte B, um dich in diese Richtung zu teleportieren. Okay. Ah, nice. I! RB für Leichenangriff. Ah, okay. Weg, ihr komischen Käfer. Das ist am PC, ja? Sime 3D ist das beste Spiel. Kristallkriecher. Kristallkriecher. Kann ich hier rein? Nein, da kommen die Kriecher nur raus. Ihr bleibt da hinten. Zielerfassung für Gegner. Rechter Stick. Okay. Hallo, Gegner. Naja, gut aussehen tut das Spiel. Gar keine Frage. Muss man schon sagen. Was mich ein bisschen kirre macht, ist, dass der Qualm so ein bisschen krisselig aussieht. Wie man das früher von Voodoo-Karten kannte, wenn... Naja, wie gesagt... Ah, Smart X. Das war von dir, ne? Ich hab das fast schon wieder verdrängt. Heute kam nämlich noch keine Pulli-Aufforderung. Kannst du Max-Settings machen? Ich glaube, ich bin auf Max-Settings. Einstellungen? Video? Episch. Also höher als episch gibt's nicht. Episch, Helligkeit, Bewegungsunschärfe, es ist alles an. AMD Fidelity FX LPM. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Das Boom, ja, die Bewegungsunschärfe würde ich aber ausmachen. Das nervt mich nämlich. Speichern. Wenn er weiß, was das AMD-Zeug ist und man das anmachen sollte. Auflösung hoch? Die ist ganz hoch. Das ist die Desktop-Auflösung. Der zeigt nur komischerweise da 720 an, weil es auf... Ups. Bist du sicher? Ja, ja. Weil das hier im Vollbild-Fenstermodus läuft. Wenn du es jetzt auf Vollbild machst, dann kannst du eine höhere Auflösung einstellen. Aber Vollbild-Fenstermodus steht komischerweise. Aber es ist kein 720, was wir hier spielen. Oh, was ist das hier? Blaues Ding, ich hab's eingesammelt. Ich könnte da rüber. Aber hier unten. Ja, lass mich mal hier rüber. Ich könnte auch da runter. Ne, darunter geht's nicht, weil darunter ist Ende, glaube ich. Fühlt sich das nur an, als ob man in irgendeine Story willkürlich reingeworfen ist. Ist das eigentlich ein Remake, Sequel? Ne, ist einfach ein Spiel. Genau, deshalb ist es auch ausgegraut. Wusch! Alles kaputt machen! Perfekt!
damit. Ich will keine Vasen hier im Heiligen Land. Ach, ich darf auch einfach nur springen. So, es wird alles zerstört und alles vernichtet, was nicht nied- und nagelfest ist. Achso, ich wollte den, eigentlich diesen Text noch anpassen, ne? Wie heißt das Spiel? Godfall, ne? Godfall. First Look. Können wir mal da hinschreiben. Ich habe lange das Wort First Look nicht mehr benutzt, ey. Moin, Gorkon! Das ist ein Spiel. So, so. Schwing! Sir, you're still injured. Bin ich das? Doesn't matter. We have a job to do. Vielleicht ist das Geld, mit dem ich irgendwas kaufen kann später mal oder so. Wer weiß das schon? It's a dark night. Bam, bam, bam. Spielst du eigentlich noch Anno? Ich hab's echt seitdem nie wieder gespielt. Snail Wasp, hi! Endlich spielst du mal was Gescheites. Was soll das denn heißen? Ja, aber auch nur, weil ich das geschenkt bekommen habe. Da, you stupid son of a... Sowieso. So, was ist denn da hinten los? Was soll diese Schlägerei? Ach, nochmal. Ach, alle sind Gegner. Da muss der Papa dazukommen und hier mal aufräumen, ne? Hallo, hallo, hallo. Boah, wie viele seid ihr? So, kann ich ausweichen. Au, ja, so weiche ich nicht aus. Zack! So macht man das. Schön ausgewichen. Lebenssteine. Drücke X, um Gesundheit wiederherzustellen. Dein Lebensstein verfügt über 3 Ladungen, die aufgefüllt werden, sobald du überschüssige grüne Gesundheitskugeln aufnimmst. Finde grüne Gesundheitskugeln von bezwungenen Gegnern. Ah, okay. Zack. Einmal schön in den Apfel beißen. Apple Day keeps the doctor away oder so. Das Problem ist, es ist so ein schönes Spiel, das Anno. Und es ist so zeitintensiv. Und ich habe einfach null Zeit. Und ich habe das Gefühl, ich habe immer weniger Zeit. Und dann will ich hier im Stream auch noch irgendwie was Gescheites spielen. Irgendwie ist es sehr schwer im Moment. Und dann Autofahren noch, das macht halt im Moment so Laune. Schwer dann irgendwie Zeit für alles zu finden. It's not easy to be a dad. Gut gewählt, Camp Position. Ja, ist die gut? Nee, die ist nicht gut. Wenn es eins gibt, was der Bromat kann, dann ist es Ironie. Absolut. Ja, ich spiele am PC. Mal im Streamrennen mitzumachen. Ich bin sogar schon am Überlegen, ob ich nochmal upgrade mein Lenkrad. Das ist im Epic Store, genau. Das habe ich geschenkt gekriegt vom Smart X. Wir uns nochmal erwähnt haben hier. I know. Es ist eine Gesundheitsperle. Finde den Eingang des Tempels. Oh, da hinten dreht sich irgendwas Interessantes. Ich habe einen G27, ja. Das funktioniert auch noch gut, aber ich glaube, ich könnte es auch immer noch zum gleichen Preis wieder verkaufen. Überlege, ob ich da auch mal noch was upgrade.
Lass ihn in Ruhe. Ich will den Typ, dein Typus hier. Schön pariert. Pariert in Paris. Ist das schon das Ende? Achso, wahrscheinlich muss ich das Ding einfach noch einsammeln, ne? Au. Jetzt habe ich ein Schild. Den kann ich blocken. Haha! Das! Penner. Much more music. Ich gucke jetzt immer, ob Fanatec Black Friday gibt oder sowas. Was ich holen soll. Die Lenker sind ja nicht so wirklich unterschiedlich, aber die Pedale machen es halt. Also das G27, muss ich sagen, ist ein solides Lenkrad. Absolut. Für alle möglichen Sachen. Ich hoffe einfach... Theoretisch komme ich da auch noch gut mit klar. Ich werde jetzt einfach mal schauen, was es so gibt an Angeboten. Aber ich glaube, wenn man upgradet, dann geht man mit Sicherheit entweder auf den Fanatec oder auf den Thrustmaster, so wie es der Cricky hat. So Typ mit einer dicken Wumme, ey. Ich glaube, am meisten macht das ACC auch im Moment Spaß, weil erstmal, es hat einen sehr guten Multiplayer, trotz allem. Und ich finde es halt toll, dass wir im Moment immer relativ viele Leute haben, die mitfahren. Das macht halt schon echt Spaß. Schwing! Schwingelingeling. Oh, sieht schon schön aus hier, ne? Wo auch immer wir hier gerade sind. Schildwurf. Halte LB zum Zielen. Drücke RT, um den Schild zu werfen. Fügt Gegnern zu und wirft sie zu Boden. Schaden so. Macht eine geringe Zeit. Lums. Autsch. Ja, das war jetzt nicht so intelligent von mir. Zeit oder was hat er gesagt, ne? Kannst du rumfuchteln mit deinem Zahnstocher, so viel du willst. Kamesin, Verteidiger. Autsch! Kreis muss voll sein. Wo ist er denn voll? Ach, da unten links der. Ah, okay. Übersehen. Der Typ, der hampelt da rum. Wow. Sieht schon cool aus. Muss man schon wirklich sagen. Yippie! Ich habe mir irgendwas genommen. Ich weiß nicht, was es war. Der Dashi! 7. Monat! Ich lasse doch schnell ein Abo da. Abu Dhabi, Dankeschön. Vielen lieben Dank. With Prime, man.
Roter Machtangriff. Ein Machtangriff kann weder pariert noch geblockt werden und wirft dich stets zu Boden. Weich ihm aus, okay. Oh! So gut konnte ich gar nicht ausweichen. I'm approaching the entrance. Won't be long now. Schatztruhe. Good luck. Nochmal Energie aufladen quasi da, ne? Gut, hätte ja sein können, dass es hier oben noch irgendwas gibt. Klippende Bäume durch Wände. Erinnert ein bisschen alles so an Diablo 3, wenn du dann im Himmel unterwegs bist. No man shall enter the temple of the seventh sanctum. Okay. Außerdem erinnert mich das lustigerweise an Infinity Blade auf dem iPad. Kennt das noch einer? Gerade so aus dem Ring rausgeschafft. Autsch! Hochfürst Phalanxa. Uuk, sagt er. Upsala. Alle Teile fürs iPad ist aber aus dem App Store genommen worden. Kohle weg, dank Apple. Was? Nee, echt? Ich habe vor kurzem erst noch den ersten gespielt. Der zweite stürzt leider immer ab. Und den dritten habe ich nicht ausprobiert. And you know why I'm here. Ich habe keine Waffe mehr, oder was? Doch, ich habe noch eine Waffe. Ich kann es nicht mehr downloaden. Ja, vielleicht haben sie es jetzt mittlerweile komplett rausgenommen. Level up! So macht man das. Jetzt habe ich auch eine Experience Bar. Looten und leveln. Das gehört halt in ein Spiel. Auch mit öder Story und grässlicher Grafik. Für mich noch ein guter Deal. Mag der Trantas hier mit Sicherheit auch. Morphsteine sind unidentifizierbare Beute und tauchen in 5 Seltenheitsstufen auf. Gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, episch und legendär. Geil, was mache ich damit? Okay. Hier ist noch eine Schatztruhe.
Drücke, um das Ausrüstungsmenü aufzurufen. Deine Waffe aufzurüsten. Macht verbessert deinen Waffenschaden. Ich habe gar nichts umgeschickt. Ich habe einfach Spiel gestartet. Aber wahrscheinlich dann auf der Standardschwierigkeit, ne? Silbermähne. Valor-Kyras. Nadel. Ungewünschtes Langschwert. Rüstkammer. Ich habe hier ein Beben. Ein Kriegshammer habe ich hier auch. Kampffertigkeitsreiter. Gibt Fertigkeitspunkte zur Freischaltung oder Kampffertigkeiten. Du kannst Fertigkeitspunkte später auch neu verteilen. Oh Gott, okay. Wie viel habe ich denn? Einen. Drücke L und RB, um eine Nordtechnik auszuführen und LB, um eine Südtechnik auszuführen. Polaritätsangriffe. Lade einen Polaritätsangriff, indem du Gegner mit deiner Waffe triffst. Tausche bei voller Aufladung deine Waffen, um eine Schockwelle zu erzeugen, sowie für 30 Sekunden deinen Waffenschaden um 20% zu erhöhen. Drücke A beim Ausweichen, um einen Ausweichschlitterer auszuführen und beim Ausweichen deine Mobilität zu steigern. Schildwurf, der alle Gegner in seiner Flugbahn trifft. Auch cool, ne? Indem du Gegner mit deiner Waffe triffst. Tausche bei voller Aufladung deine Waffen, um eine Schockwelle zu erzeugen. Das kann ich wahrscheinlich auch über so einen Knopf nachher machen, ne? Ich glaube, ich fange mal hier mit dem ersten an hier. Achso. Gedrückt halten. Erworben. Wow, spektakulär. Ressourcen. Elektrum, das sind die Sachen, die ich eingesammelt habe. Valor Kyras Kern und angereicherter Jaspis. Gruppe starten. Kodex. Okay, Verdienste. Okay, Ausrüstung. Verstärkungen. Werte deine Valor Kyrasse, indem du Verstärkungen in ihre einzelnen. Verstärkungen haben drei mögliche Affinitäten, rot, grün und blau. Sie können nur in neutralen und passenden Knoten ausgerüstet werden. Jede Verstärkung hat einen bestimmten Machtkostenbetrag. Deine Gesamtmaß dürfen nicht die Kapazität übersteigen. What? Okay, hier kann ich aber auch noch nichts machen mit. Könnt ihr mal den, ich kann auch verwerten. Wie kann ich denn Nordtechnik, habe ich jetzt gemacht. Trigger und Erbit. Okay. Wird sich mir noch erschließen, glaube ich. Gucken wir mal weiter. Hier noch drin. Nichts liegen gelassen. Alles nehmen wir mit. Da hinten liegt noch was. Was ich eingesammelt habe. Cool. Nicer Angriff. Suppe braucht keiner. Truhe auf. Truhe auf, der Spaß beginnt. So, da ist noch eine Truhe. Eine Vase, meine ich, natürlich. Muss man mal warten, bis das Zeug rausfällt, dass man es aufsammeln kann. So, dann gehen wir mal die Treppe da hoch. Gucken, was da oben los ist. The monolith is a weapon like no other. It has the power to reshape reality. And your brother controls it. For now.
He nearly has the power of a god. And you are one man. An injured man at that. I didn't come here for your encouragement, Sanctum. Guck mal da rein. Guck mal, was hier los ist. Weggebröselt das Fußvolk. Schön krasse Gegend hier. Ich meine aber nicht abends rumlaufen. Eine Waffe eingesammelt. Lass uns doch mal gucken, was die kann. Oh, die ist was besser. Plus 21% Schwachpunkt. Verwerten, schließen. Achso, das mache ich dann hier, ne? Ausrüstung. Jo, ich hätte gerne den da. Und was ist das dann? Zweitwaffe hier? Ich kenne den Hammer. Jetzt habe ich meine... Yo! Hat was von Monster Hunter. Okay, mit Y wechsle ich ganz schnell zwischen den Waffen. So, Treppe hoch. Aber auch viele von den Basen, wo Zeug drin ist. Hey Jungs, lasst euch nicht stören. Ich mache hier nur ein paar Vasen kaputt. Mit dem Hammer gekriegt. Was ist das hier jetzt, ja, ne? Energy. Hinten sieht man schon die Gegner stehen, denen ich mich gleich stellen muss. The odds are greatly against you.
And I am not just some tool at your disposal, Orin. We will discuss this when I get there. Sammel das doch ein. Man muss schon explizit drüber laufen, damit er es auch nimmt. Heppa. Hui, wie habe ich denn das gemacht? Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Bronze-Animus. Tja, da guckst du doof, ne? Du Judikator. Truhe vom ihm. Mal des Gesellen. Wir haben einen Ring. Wir haben sogar zwei Ringe. Okay. Würde ich sagen, equippen wir doch hier den anderen Ring. Jetzt geht's aber ab hier. Ist schon Freitag. Nee. Was haben wir denn hier unten noch? Nichts. Ach, das ist das Banner. Das ist Lebensstein des Ritters. Attribute, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Kann man hier wirklich was machen? Disco! Smash mit! Hallo, guten Tag, was ist hier los? Autsch! Aua!
Angriff ist cool. Der ist echt cool. Der macht Spaß. Ich muss mal warten, bis der aufgeladen ist. Goldener Raum. Das ist geil. Man kann die Hitze förmlich in den Augen spüren. Burns in my eyes. Die Gegner werden nicht nur über den Jordan gebracht, die müssen zerplatzen. So wird das hier gemacht. Bin ich hier zu schnell rumgegangen? War hier nicht noch was? Ne, hier war nichts mehr. Verwende RB, um einen Teil der Gesundheit des Gegners in Seelenbrecher-Aufladung umzuwandeln. Was? RB, okay. Wo sehe ich denn, wo die aufgebraucht wird? Nicht wirklich, ne? Sieht schon geil aus, wenn die zerplatzen. Der Gegner muss platzen. Zerbrochener Ätherstein, Lebensstein. Macht der mich besser oder sowas? Gesundheitserholung. Den habe ich equipped. Und die habe ich. 55, 55, 64. Nehmen wir den doch. Noch andere Waffen gefunden? Bleiben wir bei unserer jetzigen Ausrüstung. Enemy at the gates. Level up! Schön zwischen die Augen, ey. Das weiß um die Schadensanzeige. Schadensanzeige des Gegners. Ah, okay. Krass großer Raum.
Stehen auch wieder zwei Deppen da vorne vor der Tür. Ich habe einen Hang, diese ganzen Krüge aufzumachen. Ich kann nicht aufhören. Zerbröseln sie schön. Die haben mich schon gewittert. Hui. So Leute, ich komme euch jetzt da hoch. Aua. Ah, okay, verstehe. Ich lade mich quasi an dem Gegner auf und dann kann ich Full Force. Sich aber Level-Designer richtig ausgetobt bei dem Spiel hier. Lecco mio. Gehen wir tiefer in den Sonnentempel vor. Krieg ich hin? Cyber Uno. Der Typ wartet doch dann nur auf mich, oder? Schildparade. Drücke LB, um zu parieren. Drücke das unmittelbar vor einem gegnerischen Angriff. Eine erfolgreiche Parade schenkt dir einen Kurzteil, in dem der Gegner verwundbar ist. Okay. Okay. Patsch. Gut, Sonnenschmiede. Dann ist das auch logisch, dass es hier so schön warm ist, ne? Woher soll ich das wissen? Ich sitze hier im Keller. It's Keller Time. Noch eine Schatztruhe vielleicht? Oh, hier sind sogar noch Gegner. Sternis. Einfach die Währung aus Animal Crossing übernommen. Sternis. Platsch.
How could you possibly defeat your brother and all his forces? Tell me. I'll find a way. We just need to get inside the monolith. Just have to get into the monolith. Links, rechts, geradeaus. Da kann ich Seiten wechseln. Switch sides. Hey. Das bringt's. Hey, ein Abo für den Cyber Uno vom Judoshumi. Danke, Judoshumi. First Gift-Abo. Danke, Judo. Dafür darfst du auch sehr gerne weiter vor mir wegfahren. Schatztruhe. Eieiei, hey, Moment mal. Ha, ich war schon über alle Berge. Junge, gehst mir ganz schön auf die Zwirn. Stirb. I have a duty to stop him. Das sind immer sehr, sehr lange Dialoge. Ah, da ist ja noch einer hinter mir. Der denn ja? Der war noch nicht tot. Tja, Junge, da habe ich dir ganz schön wehgetan, wa? Wo kommst du denn her? Ich würde sagen, zur falschen Zeit, am falschen Ort. Jetzt mal wissen, der Typ hat einen Zahnstocher. Ich
das, was der andere eben hatte. Ja, das stimmt. Das war tatsächlich ein Zahnstocher. Die grünen Teile sind Energie. Und wenn ich mehr davon einsammle, kann ich meine quasi Medipacks aufladen. Und die blauen sind irgendwie so ein Gut zum Einkaufen oder was auch immer. Oder Rüstkammer. Schaden. Waffentiming. Ah, ich habe hier wieder einen Punkt. Das fand ich eigentlich ganz cool hier. Wir gucken mal hier. Richtiges Timing von RB nach Waffenangriff erzeugt einen Waffentiming-Angriff. Plus 5% Seelenbrecher-Aufladung. Let's take that one. Ressourcen. Hier, das sind diese Elektrums. Für die Valorianer symbolisieren Gold und Silber ihrer Leitkatul der Bewahrung bzw. der Entropie. Daher wählten sie Elektrum als ihre Währung. Eine Legierung aus jenen beiden Edelmetallen, die das Gleichgewicht zwischen den zwei Aspekten der valorianischen Gesellschaft repräsentiert. Elektrum ist die Grundwährung, die du von besiegten Gegnern aus Schatztruhen durch das Erlegen von Zerlegen von Ausrüstung erhält. Erlegen von Ausrüstung. Ist klar. Wieso steht der Typ jetzt da rechts? No one knows. Amulett keins gefunden. Glücksbringer auch nichts gefunden. Steht da irgendwie, steht er da immer rechts jetzt. Something happened here. Aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall. Hast du Raytracing an, weil alles so schön glänzt? Keine Ahnung. Hab ich das? kann meine Karte sowas? Da ist Einstellung. Video. Hier ist nichts mit Ray. Ich hab nur. Da unten ist AMD Fidelity FX. Soll ich das mal anmachen? Ich mach das mal an. Keine Ahnung, was das bringt. Raytracing ist GeForce Deluxe, ne? Exclusive. Succeeds. He becomes a god, and the world as we know it will end. I fear you may be right. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Schon ein paar coole Lampen rum, oder? Sehr stylisch. Kann IKEA einpacken. Ich muss gar nicht drauf hauen. Ich kann einfach durchhovern. Sieht wichtig aus.
Das kostet 5 Elektrum. Oh, da muss ich tatsächlich dran an das Ding. Nein, ich will erst in alle Vasen gucken. Zünde mal eine Dose Wodka Energy. Mach das mal. Ey, jo, mach das mal. Ich hab heute nur einen Radler. Ich hab schon so viel von den Elektro-Dingern da. Kann ich mich zur Ruhe setzen? So, jetzt da. Gucken wir mal, was da ist. Sonnenblitzkugeln. Überlebe, bis der Countdown abgelaufen ist. Besiege so viele Gegner wie möglich, um unsere bessere Belohnung zu erhalten. Na toll! Let's open the gate to hell. Was geht mit dem ab? Wie hovert der denn hier rum? Ja, voll Moonwalk, vorwärts Moonwalk. Ah, ich wollte gerade parieren. Hä? Ah, okay. Muss ich also beeilen, ja? Einfach hier so abhängen. Funktioniert nicht. Man muss da schon Gas geben. Krombacher Pilz. Ja, Krombacher ist so mein Lieblingspilz. So, ab in das Stargate. Ah ja. Your odds are 1,000 to 1. But I'll help you. On one condition. What is it? You won't like it, Orin. What is it? Verheerender Angriff. Pariere einen verheerenden Angriff, um einen Feind für eine lange Zeit zu betäuben. Vorsicht, das Blocken eines verheerenden Angriffs lässt dich taumeln. Macht dich anfällig für weitere. Hä? Pariere einen... Ach, das Blocken. Das Blocken macht mich taumelig. Hallo, Meta! Ja, nee! Hat ein bisschen was von Zelda.
weh. Ja, das sieht nur so aus. Ich glaube, es ist wesentlich leichter. Also, das ist meine Vermutung. Dein Auge. Nix da. Was ist das für eine wirre Kameraführung hier? Nee, das ist ein fester Charakter. Man spielt immer diesen Typen. Also, ist meine Vermutung, aber da war keine Auswahl. Es hat schon eine Story, deshalb man spielt hier diesen Typen, der irgendwie keinen Bock hat, dass sein Bruder die Herrschaft über die Welt an sich reißt. Das gilt es zu verhindern. Da ist sie. Well done, Orin. Welcome. What? Club Sport Pedals V3 CSL Elite habe ich für dich. Wie jetzt? Sind es die, das sind die, was sind das für welche? Sind es die Standard? Die, Pedale. Pedal V3 Pedals. Bist du über? Wie kann man denn sowas über haben? Oh, das sind schöne Dinger, ne? Muss ich schon sagen. Die nächste höhere Stufe sind schon diese invertierten, ne? Wo es von oben runter geht. Sieht schon cool aus. Ist ja sehr interessant. Da hab ich über. Wie kann man sowas über haben? Was ich sehr interessant finde. Entwickler von Godfall haben vorher nur Duelist entwickelt. Ein leider sehr erfolgloses, aber richtig gutes Card-Collecting-Game. Es ist nicht mehr leicht, glaube ich, heutzutage noch ein Card-Collecting-Game zu machen, oder? I am here, Sanctum. Tell me what you need. Makros nearly has the power of a god. If you are to defeat him,
Der Dusi-Power, dann sag mal, was du dafür haben willst. Kannst du mir mal eine PN schreiben oder so bei Twitch. Wobei ich immer das Gefühl habe, dass die Bundles günstiger sind. It will only be until Macross is vanquished. You will see. Even if I don't agree. You came to me because you saw no other way. This is your path. Let me guide you. Do not betray me, Sanctum. Too much is at stake. Gwent habe ich auch mal ein bisschen auf dem Handy gespielt, glaube ich. Oder auf dem Handy, ja, oder auf dem iPad. Das war ganz. Das war auch ein nettes Collectible Game. Ich glaube, weiß ich nicht. Fertige deinen ersten Valor-Kyras. Okay. Wird gemacht! Ach, du hast hier die Invertierten geholt, ja, okay. Muss jetzt dieser hier sein, ja? Valor Plates. Jeder Valor-Kyras verkörpert einen der Archonten. Jeder Valor-Kyras bietet eine einzigartige passive Eigenschaft. Eine Archontenzorn-Fähigkeit und eine Verstärkungskonstellation. Meine Güte. Wechsle die Valor-Kyrasse im Sanktum zwischen den Missionen. Sammle auf deinen Reisen Valor-Kyrasse Kerne, um weitere Valor-Kyrasse zu nehmen. Blablabla. Okay. Sehr viel Hearthstone in letzter Zeit. Die neuen Modi da sind wirklich richtig gut geworden, insbesondere Battlegrounds. Wenn man sich keine große. Das finde ich auch immer sehr wichtig bei so Cartables Game, dass es halt Einsteiger-Modis gibt. Deshalb fand ich das bei Artifact eigentlich ganz cool. Gab es diesen coolen Modus, wo du immer so vorgefertigte Sets bekommst und damit halt quasi arbeiten musst. Und ich bin mal gespannt, was sie mit Artifact machen. Die haben ja irgendwie jetzt nochmal ein komplettes Redesign angefangen. Und das läuft auch, glaube ich, gerade in der Beta. Da hatte ich nur keinen Zugriff für, aber... Schon. So, das ist Phoenix. Ich kann mir auch einen anderen bauen, oder was? Ich soll wahrscheinlich den als am Anfang machen, ne? 120 unter Preis für dich. Das überlege ich mir mal. Was für eine Grafikkarte? Ich habe hier so eine... Oh Gott, ey, der. Die ist vom Cracky. Warte mal. Das ist eine... Ah, sowas hier ist das. Eine Power Color Red Devil. Eine AMD Radeon RX 5700 XT. So ein dicker Klotz hier. Gut, okay, wir bauen uns mal hier diese Rüstung. Anscheinend ist das der Way to go. Fertige. Schalte diesen Valyukas, um ihn in den Kit zu verwenden. Fertigen. May the Archon of Rebirth watch over you. Das bin ich dann. Wieso ist denn jetzt all mein Zeug weg? Zu verursachen. Komm, wir könnten ja mal hier. Den hier könnten wir mal zerlegen gleich. Ne, warte, machen wir mal. Als zweit machen wir mal hier diese Axt. So. Ach, dann ist das unter dem Stream nicht mehr aktuell. Nee, ist es nicht.
Maustaster Headset. Ja. Das muss ich noch anpassen. Das stimmt. Das habe ich noch gar nicht angepasst. Ring. Verwendet. Achso, wenn ich den nehme, dann ist der in dem anderen Set nicht mehr drin, ja? Hey. Okay, also ich kann quasi jedem... Ah, ich kann auch andere Kürasse noch bauen. Aber dafür habe ich jetzt kein Zeug mehr. Suche den Übungsraum. Der läuft ein bisschen wie ich jogge. Ich laufe auch immer so komisch, glaube ich. Langschwert. RB oder RT als letztes. Ja. Leichter Bruchangriff-Kombo. RT. Sturmschlag. Linker Stick, dann RB. Waffentechnik. Nordtechnik. Heißt das bei Sturmschlag, ich soll LT... linken Stick runterdrücken oder ich soll nach unten? Nee, drücken. Okay. Mit dem dicken Angriff. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Halten, dann loslassen. 1, 2, 3. Eieiei. Okay. Leichter Bruchangriff-Kombo. Nordtechnik. Okay. Das war der hier. Okay. Verstanden. Hier geht's weiter. Achso, ich soll dann wieder zurück, ja? Na gut. Immer diese Unfälle, die ihre Beschreibung nicht aktuell halten. Nee, nee, nee. Hallo, deine Mike. In der richtigen Richtung. Sprich mit dem siebten Sanktum. Was ist das hier? Nee, doch. We are heading into the monolith. Once inside, stoßen in die Monolith, da sind wir erst drin, kommen wir nicht eher raus, als dass wir Makros geschlagen haben. Wir gingen durch das Ehrenreich ein, die unterste Ebene des Monolithen-Inneren. Makros has learned how he can use the monolith to become a god. It is an ancient spell. The rites of ascension. This spell can be broken, but only if we know it ourselves. A copy of the Rites of Ascension are stored here, in the Earth Realm, guarded by Makros's men. You must go to their base and seize the rites for yourself. Bring them to me, and I will find a way to break the spell. Ach, boah, es gibt sogar eine Karte. Monolithen.
Hätte ich jetzt noch einen Kyras tauschen können oder sowas? This is the Earth Realm, where our adventure begins. Point me towards this watchtower. I'll guide you on your path. Hey, wofür habe ich denn jetzt? Warum konnte ich denn jetzt den Kyras nicht tauschen? Shift-Code einen Charakter auswählen. Nee. Ich gehe wieder zurück. Ich habe jetzt einen neuen Kyras gemacht und konnte ihn nicht auswählen, oder was? Verstehe ich nicht. Verwende Geistblick, um interessante Orte zu entdecken. Drücke im Geistblick. Hauptadern. Jedes Reich verfügt über eine Vielzahl an einzigartigen Hauptadern. Diese bergen seltene elementare Mineralien für die Verschmiedung. Okay. Okay. Seltenes Material eingesammelt. Kann man mitnehmen. Jetzt fängt das Spiel bei mir aber auch an zu ruckeln. Das irgendwas? Man weiß es nicht. Das ist jetzt dann doch relativ open. These twilight beacons mark places where we can start future missions. Let's activate as many of these as we can. Geh zum Wachturm. Bruch. Die Bruchleiste eines Feindes befindet sich unterhalb seiner Gesundheitsleiste. Schwerer Angriff verursacht erhöhten Bruchschaden.
kannst du viel nachladen, wenn du willst. Slow. Schottenzoll zu erfassen. Okay. Platz! Weg da! Protoss in StarCraft 2. Stimmt wohl, ja. Lied der Hoffnung. Knochenschwunder. Knochenschwund-Anhänger. Naja, nehmen wir mal. Equippen wir mal. Kann man tun. Was haben wir hier noch? Klaglied der Hoffnung. Aber hier, das könnte man mal auf den dicken, auf die dicke Axt machen. Zack. Paff. Offener Bereich jetzt hier, ja? Nicht hoch. Was haben wir denn hier? Du mit Geisterverbindung öffnen. Und Schmäh, wie ist dein Fazit bis jetzt zu dem Spiel? Och, ist ganz launische Klopperei eigentlich. Mit Geisterbindung. Truhen mit Geisterbindung sind durch Geisterbindung in der Umgebung versiegelt. Zerstörst du die drei Geisterbindungen, wird die seltene Truhe freigeschaltet. Truhen mit Geisterbindung zeigen die Standorte der Geisterbindung in der Umgebung auf. Lost Valorian Artifacts will help you grow stronger. Oben ist eine. Hier ist eine. Letzte. This direction, ne? Hui. Müsste sie auch sein. Harmonische Klinge. Oh, was Blaues. Guck mal, was haben wir denn hier? Warte, ich wollte doch mal. Nee. 20. 32. Zock. Nehmen wir. Ich glaube, das mache ich hier Rüstkammer, ne? Und jetzt kann ich, glaube ich, die doppelten Dinger hier verwerten. Zack. Beide nicht, ne? Ist ja auch ziemlicher Müll. Die Nadel ist immer gesetzt, ja? Holy moly, ey. Voll der Bihänder. Das ist mal ein Fleischermesser.
bei Crocodile Dundee. Das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Item. Ritterklinge. Holy shit. Okay, ich verstehe noch nicht so ganz. Ist das jetzt hier Open World? Renne ich jetzt hier rum? Habe ich eine Karte oder sowas? Das sieht ja irgendwie nicht danach aus. Ach, jetzt habe ich mich geheilt, obwohl ich das nicht wollte. Da kann ich mich rumdrehen einfach nur. The watchtower is up ahead. Keep your hand on your sword. Vielleicht sollte man eine schnelle Waffe und so eine dicke Waffe lieber als Zweitwaffe nehmen. Dass man so zum finalen Schlag nochmal ordentlich draufhauen kann. Also früher Gottvorwehr von Ubisoft. So Ubisoft übliche Update ist aber anscheinend von Gearbox. Ja, ja, genau, ist von Gearbox. Was war das denn jetzt? Ist auch krass. Gearbox gibt es eigentlich auch schon ewig, ne? Oh oh. Ah, mir geht's nicht gut. Noch gut gerettet. Viele vergleichen Godfall auch mit Destiny, aber eben mit Melee statt Ballern. Okay. Gearbox fungieren, aber nur als Publisher. Die haben das nicht entwickelt. War Gearbox nicht die, die damals Gunman gemacht haben? Jetzt bin ich, glaube ich, völlig auf dem Holzweg, oder? Wer war denn das, der Gunman früher gemacht hat? War das nicht Gearbox? Gunman Chronicles. Yep, ja, siehste. Aber da waren die doch Entwickler, ne? Das war doch nur eine Mod, die dann so krass wurde, dass es daraus ein
ein Retail-Game wurde. Genau, Borderlands machen die jetzt. Das ist richtig. So, mein Health Pack, meine Midi-Sachen wieder aufladen. Aufladen. Wer hat denn Godfall gemacht? Und so ein unbekanntes Studio oder was? I'm here for the rites of ascension. Raise your sword! Gott, ich habe kaum noch Energie. Ach so, ja, das hast du ja eben erwähnt, ja. Oh, ich bin tot. Oh, Orin. Besiegt vom Checkpoint aus Neustart. Ach, das ist der Checkpoint hier. Mal Codex-Eintrag. Ah, jetzt habe ich aber wieder Full Energy. Warte mal. Das ist aber trotzdem kacke, dass ich hier diese... Kann ich irgendwo sehen, dass das eine dicke Waffe ist? Ach so, das ist ein Großschwert. Pass auf, dann nehme ich hier doch lieber mal wieder ein Schwert. Dann nehme ich hier die Ritterklinge. Und dann packe ich hier dieses krasse Schwert hin. So, dann habe ich das als... Habe ich das als zwei Dingens da. Hey, danke für Bits! Snail Wasp, vielen Dank! Ist aber auch diese Waffe ein Großschwert. Ich habe einfach zwei Großschwerter jetzt ausgewählt. Oh, ich kann... ich kriege trotzdem im Hintergrund auf die Fresse, ja? Toll, gut zu wissen. Mann! Boah. Okay. Sag mal, wie oft greift er denn an? Also immer zweimal. The High Lord has teleported, but he hasn't gone far. Track his men, they'll lead you to him. Treue Güldenklinge. Okay, habe ich coole Waffen gekriegt. Noch mehr Zeug. Eine Map wäre echt nicht schlecht. So, dann schaue ich mal. Was habe ich denn hier für Waffen gefunden? Großschwert. Stangen. Seltene Stangenwaffe. Ungewöhnliche Stangenwaffe. Nehmen wir die doch mal. Das ist auch wieder so ein Riesenteil. Ach, das ist auch ein Großschwert. Moment.
Das macht 32, das macht 32. Okay, das macht nicht wirklich Sinn, das auf das zu wechseln. Hey, ein Abo für den Moonwalker. Nice. Danke, Oldfart. Vielen Dank. Oldfart revanchiert sich für das Geschenkabo von Alpha Hero mit einem Geschenkabo an Moonwalker. Dankeschön. Seltene Stangenwaffe. Ist das jetzt gut oder ist das groß oder ist das... Großschwert, Großschwert, Kriegshammer, Stangenwaffe. Oh, okay, wir nehmen die mal. So, Amulett ist vorhanden. Glücksdingens, Glücksbringer haben wir nichts. Sind noch Ringe dazugekommen? Hier sind noch Ringe dazugekommen. So, der gibt mir 16, der gibt mir 32. Geist, Macht. Geist. Okay, muss ich das irgendwie auch noch an der Waage halten oder irgendwie sowas? Keine Alerts? Ja, warte, komm. Sie kommen. Sie sind heute extrem langsam. Fertigkeitenpunkt. 20 macht einfach nur. Ach, den kann ich noch verbessern. Plus 10% Waffentechnik-Schaden. Bam. Uff, Tata. Junge, bleib mal locker. Freunde, nicht mit mir! Found him. He's in the clearing. Was ist er? Da hinten lang? Ich muss ja mal belohnt werden, dass Moonwalker jeden Tag die besonderen Tage auf dem Ravioli-Disco bringt. Das stimmt. Schön mit dem, mit seinem Bildchen da vom Stand der, Dingensverkäufer. Da sind ein paar Typen, die geben Erfahrungspunkte, ne? Der Sackverkäufer aus Monkey Island. Bleibt doch stehen, ihr Freunde. Zack. Hallo, Nikola. Sei gegrüßt. Schottenzorn bereit. Hand it over if you want to live. So, jetzt. Magnus has gone mad. Boah, das tut weh. Kann ich hier nicht nur...
Ah, ich hab daneben. Au! Fazit lautet, ich kann nicht ausweichen. Ich bin zu blöd, um auszuweichen. Jawohl, her mit dem Zeug. Ist kein Dark Souls, nein. Man muss trotzdem ein bisschen ausweichen, was mir jetzt noch ein bisschen schwer fällt. Ich lasse mich gern voll kloppen von den Typen. Aber es macht schon Laune. Es ist eine lustige Klopperei. Dein Bot will immer mehr cool posten, aber das ist gar gesperrt. Ja, ich habe das irgendwie. Ich muss den Bot mal umändern. Am Anfang habe ich dem immer ein Abo spendiert, aber irgendwann habe ich gedacht, wofür? Der kriegt jetzt einen anderen, der kriegt jetzt den VIP-Status und dann kann er das auch, glaube ich. Ich habe gedacht, der hat halt irgendwie Sonderrechte, weil er ja Mod ist oder so, dass er dann irgendwie was darf, aber was weiß ich schon. Ich bin ja froh, dass das hier alles nur funktioniert irgendwie. Nikola, danke fürs Folgen! Aschontenzorn bereit. Der war gut. Hat mir gefallen, der Aschontenzorn. Kann man ordentlich eins auf die Mütze geben. Hier ist wieder so ein Dingen. Kam tatsächlich eben kein Alert, oder was? Für den Geschenk. Für das Geschenk. Hallo. Zwielichtsignale. Befindet sich in allen Reichen. Erwähnt es, um das Reich weiter zu erkunden. Die Aktivierung eines Zwielichtsignals eröffnet dir neue Erkundungsziele für das Reich. Jedes Ziel hat eine Belohnung. Schließe alle Ziele für zusätzliche Belohnungen ab. Du kannst ein Zwielichtsignal erneut aktivieren, wenn du alle Missionsziele erfüllt hast, um neue Ziele zu erhalten. Habe ich denn mal eine Karte oder sowas? Mission abschließen. Weiter. Nutze Geistblick, um versteckte Objekte zu finden. Deine Emotes verwendet, braucht diese auch die entsprechende Tierstufe. Gib den einfach Tier 3 und er kann sie posten. It's a possibility. Was
soll ich so zum Sanktum zurück, oder was? Mission abschließen. Okay. Mission erfolgreich. Anscheinend habe ich was richtig gemacht. Was geht ab? Well done. We have the rites of ascension. I'll study this spell and learn its secrets. But I cannot fight Makros and his army. That job is yours, and yours alone. Are you ready to see what you are up against? Show me my enemies. Makros, he's not a god yet. Tell me how the rites of ascension work. In order to complete the rites, Makros will need to absorb a massive amount of Ethereum. I doubt he's gathering all of that energy on his own. Exactly. Each of his lieutenants is channeling elemental energies for him. They'll be his strongest allies. Without a doubt. But remember, when you defeat them, their strength will become your own. This is ja, wir wollen ja auch mal so ein langes Event machen. Her Vargul warriors hold the Earth Realm for Makros. She's a powerful sorcerer. She's an animal, fighting to survive. She's sealed herself in her lair behind the prismatic falls. You'll have to find a way to breach her defenses. Next, you'll face Lunara. It's in the water realm, drawing magical energy from beneath the surface. Lunara is a guardian construct. It won't be easy. Lunara is mindless, ja. But still dangerous. Also so in 12 Stunden würden wir schon mal machen. Participation in the rites has only made it more powerful. I recognize this one. Greaves Sunsteel. Greaves is a godsmith and a man. He is responsible for arming most of Makros' elite warriors. He is also a master of fire magic. He only serves Makros because it benefits himself. Lastly, Gildan Commander, a true believer in Makros' right to become a god. He holds court in the Air Realm, forcing trials of combat on unwilling souls. I don't know this one. Makros sees him as your replacement. Killing his lieutenants isn't enough. I have to face him. Makros absorbs the Ethereum they send him. He believes he is already unstoppable. Na gut. He's wrong. I'll stop him. Bitte? Mit extra Käse! Holy Schmidt! Vielen Dank für dein Abo! Mein Bildschirm macht schon wieder Mucken. Ausgerechnet jetzt. Danke mit extra Käse. Hab Spaß mit meinen selbstgemalten Emotes. Jetzt spackt hier alles rum. Ah, jetzt habe ich wieder Bild. Wärme. Nee, das, eigentlich klebt das alles noch, aber irgendwie... I don't know. Mit extra Käse. Na, 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 na. Wo kann ich denn jetzt verdammt nochmal diesen Kyras wechseln? Rüstkammer. Auf Ringe. Mal was zurückbesorgen für seinen unermüdlichen Einsatz. Gerne den Kyras wechseln. Hier könnte ich noch einen bauen. Sieht schon cool aus. Okay, das ist ja der, den ich gerade habe, ne? Ich habe doch hier vorne den gebaut, der aussieht wie den hier. Kosmetische aktuelles Kit kopieren. Ausrüsten. Ah! Geil!
Modul. Okay. What must I do now? You are strong, Orin. Der Götterschmied. Machen wir. To defeat Makros and all of his men. You must train. Empfohlene Stufe 5, empfohlene Stufe 4. Erde. Das hier soll die Erde sein. Glaub schon, Leben nicht. Ey, Gyros, ey, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Mit extra Käse. Hab mir nun extra ein G920 bei Amazon geschossen, um endlich mal mit euch ATC spielen zu können. Geil! Wir werden immer mehr. Die Strecken müssen größer werden. Aber das letzte Mal waren wir auch mit fast 30 Mann, glaube ich, unterwegs. Bisschen was von so mit den verschiedenen Rüstungen, so Ghouls and Ghosts oder so. Hallo Asa! Sei gegrüßt! Huhu! Hui! Welkweber! Wo ist er hin? Der Richtdamer, treu. Welkweber. Nice. Okay, das gefällt mir, glaube ich. Könnte ich mich, glaube ich, mit anfreunden. Störe Totems, der Götterschmied. Okay, die sind ein bisschen besser unterwegs als die Typen mit ihrer Knarre. Habe ich nur das Game nicht. Okay, die Waffe gefällt mir. Are full of magic. Smash them, and that magic can be yours. Smash them. RGB-Fans dürften das Spiel lieben. Sehr viel Bling Bling. Ja, absolut. Also ich muss sagen, hier läuft es echt ein bisschen schlechter, das Spiel. Weiß nicht, ob ich vielleicht an den Einstellungen noch was feilen kann. Sonnenbrille spielen. Mehr Kontrast. Ah ja, okay. Laubdichte Qualität. Ich mach das mal hier auf hoch. Gucken wir mal, was passiert. Ob es wirklich so viel schlechter aussieht. Also jetzt kann ich sagen, es läuft nicht wirklich besser dadurch. Level up, level up, level up.
Ja, ich habe gesehen, dass G29 oder 290 oder 580, keine Ahnung. Das war jetzt im Black Friday Deal, ne? Gab's jetzt immer günstiger. Das hat grafisch nichts gebracht, fand ich. Das können wir also ruhig wieder so machen. Kurz jetzt fahren schon hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht hier so unten das bisschen Blumen ein bisschen runter oder so. Ich weiß es nicht. Texturdetails. Solange Enemies da sind, keine Chance. Pariert habe ich doch. Vermöbelt. I assume this is part of my training. You were always training, Aaron. Ich glaube, die Fanatec-Dinger, die laufen auch auf allen also fast allen Konsolen gleichzeitig, ne? Black Friday. Das ist noch was zum Einsammeln. Hegen Groll. Ja, ich würde jetzt auch nur gucken, was sagt der, was macht der Black Friday Deal. Ansonsten würde ich mich erstmal um meinen Rick, glaube ich, kümmern. Hegen und pflegen. So hegen sie den Groll. Aus, ne? Guten Tag. Kennen Sie den Wachturm? Au! Okay, das war ja ein Heavy Finisher. There's an Ethereum seal over the fortress gate. Tell me our options. I can shatter these magical barriers if we are able to gather enough power. Head to the base of the Prismatic Falls. There is a source of rich Ethereum there we can use.
Tja, es liegt jetzt da oben, da kann ich nicht einsammeln. Es ist da oben drauf gefallen. Ja, es ist auch dumm gemacht. Es ist auch schade, dass die PS4-Variante der Logitech besser aussieht als die der vom PC irgendwie, finde ich, aber. Gehe zu den Prismatümpeln. You see what I see. I am housed within your valor plate. I can affect the world through you. Doch lieber mal mich, du Penner. Au! Hallo! Immer vorsichtig mit den Jungen. Spät pariert. Hallo, ich drücke die ganze Zeit parieren. So geht das. Das ist wahrscheinlich so das Letzte, was der Gegner gedacht hat, bevor er zerplatzt ist. Danke, Heiler. Level up. Echt, ich hatte totale Schwierigkeiten bei Formel 1 mit dem Hä? Wo kann ich nicht mehr hauen? Ach ja, man sollte die richtige Taste drücken. Schon mal nicht brechen. Ist da irgendwie hoch? Ist das Siegel? Hau!
Achso, jetzt muss ich da woanders hinlaufen. Da war noch was. Was war da? Eine Truhe. Achso, das ist... verstehe. Okay. Ja, also das ACC sollte man, das sollte man schon mit Lenkrad spielen. Aber wie gesagt, Formel 1, das konnte ich auch schon nicht mit. Auch schon nicht mit Lenkrad spielen. Controller spielen. Das hat mir auch viel gebracht, dann endlich dafür ein Lenkrad zu haben. The goldsmith is in the cavern behind the fortress. He'll be glad to see us. Noch jemand was oder war es das jetzt hier? Ach, ey. Mein Bildschirm macht Mucken. Ja, Tastatur und Maus klappt da auch sehr gut bei Euro Truck Simulator. Rennen mit Tanzmatte. Tanzmatte MSI. Truhe auf. CSGO mit Lenkrad. Ey, das wäre doch mal was. Es gibt doch den Typen, der hat auf einem Schlagzeug eine Formel-1-Runde gefahren, oder nicht? Nacht! Wer ist das, der Cracky? Wahrscheinlich, ne?
Ne, ist auch gleich Feierabend. Ich hoffe, dass die Mission hier gleich schon vorbei ist. Autsch! Au, au, au! Das Haus muss schimmeln. Das ist gut. Boah, lila. He's back through there. Kopfjägerrennsei, Waffe. What is that? Epische Stangenwaffe. Ah, I take it. Let's use it. 38. Cool aus. Look like an angel. Effektive Arm. Morgen sollen wir wieder Rennen fahren. Geht ab. Palpansee. Mach's gut mit extra Käse. Und danke nochmal für dein Abo. Ich muss auch in die Vertikale. Legendärer Dönerspieß. Ja. Legendary Dönerspieß. In die Falle gehe ich auch gleich. Mal sehen, ob die Mission hier gleich vorbei ist. Trifft den Götterschmied im Zwielicht. Thank the Archons. I thought I'd be stuck here. Wait. You're alive. Zeno, I didn't know it was you here. And I didn't know you were still alive. I'll take this as a sign. Perhaps we'll survive Macros. Er verändert auch seine Stimme. Das ist schon cool. Are we going into a sanctum? Oh, Oren. Hallo Nico. Rufen. Für mich auch. Leute, das war's für heute. That's it for today. Bett. Bettzeit. Ja, SmartX, vielen Dank nochmal für Godfall. Das spielen wir auf jeden Fall nochmal weiter. Das macht Laune. Das ist eine solide Klopperei. Denk mal, das Kapitel Simon 3D ist jetzt abgeschlossen für heute, oder? It's over now. Nice, liebe Leute. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Ich denke mal, wir sehen uns morgen wieder zur gewohnten Zeit beim Ravioli Community Stream Abend. Danke, Alpha. Ich hoffe, ja gut, wir sehen uns mit Sicherheit morgen auf der Piste. Und ich halte euch auf dem Laufenden, was die Alu-Profile angeht. Das müsste ich noch bestellen, aber mal gucken. Aber dann fehlt mir halt auch noch ein Stuhl, ne? Das sind so Sachen, die man sich anschaffen muss. Und dann werden einem auch hier noch ganz tolle Pedale angeboten von Fanatec. Wie soll man das nur alles... Wie soll man das Geld nur? Ich muss bei Wer wird Millionär mitmachen oder so. Gut, ich wünsche euch was. Eine gute Nacht und... Sayonara, bis demnächst. Kato, das spielen wir auch noch. Das habe ich ganz dringend vor. Angenehme Nachtruhe. Stuhlgang, Stuhlfahrt. Good night.